Unter dem Motto Dank dem Ehrenamt hat die Freie Wähler Landtagsfraktion in den Bayerischen Landtag geladen und zum parlamentarischen Abend gekommen sind mehr als 350 Gäste. Dabei wollen die Freien Wähler nicht nur das Engagement der vielen Freiwilligen würdigen, sondern mit ihnen ins Gespräch kommen und ihre Wünsche und Forderungen anhören. Eine Möglichkeit dazu, das Kerbholz. Das konnten die zahlreichen Besucher mit ihren Anliegen füllen. So forderte diese Besucherin eine Stabsstelle für das Ehrenamt, will heißen, eine zentrale Anlaufstelle für alle, die sich im Freistaat freiwillig engagieren. Denn oft haben die Ehrenamtler mit Problemen zu kämpfen, meist mit der ausufernden Bürokratie. Das weiß auch der generationenpolitische Fraktionssprecher Dr. Hans-Jürgen Fahn. Wir wollen auch die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt verbessern. Und dazu gehört, und das ist immer ein wichtiger Punkt bei allen Gesprächen, die wir mit Verbänden haben, der Abbau unnötiger Bürokratie. Aktuelles Beispiel ist die Umsetzung eines Paragraphen aus dem Sozialgesetzbuch. Da geht es um das Führungszeugnis für ehrenamtlich Tätige. Hier haben wir einen Änderungsantrag reingebracht, dass nicht so viel Bürokratie entsteht. Der wurde auch einstimmig angenommen. Wir brauchen eine Regelung für Vereine und Verbände, die praxistauglich ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weitere parlamentarische Initiative der Freien Wähler, das Freistellungsgesetz, um die Jugendarbeit in Vereinen zu fördern. Arbeitnehmer, die sich ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche engagieren, sollen künftig Freistellungen auch stundenweise beantragen können. Einblicke in die Praxis lieferte Martin Holzner vom Bayerischen Jugendring. In seinem Schwarzbuch Ehrenamt schilderte er die Probleme, mit denen Jugendliche bereits beim Start ins Ehrenamt konfrontiert werden. Zum Beispiel die Suche nach geeigneten Räumen bei der Gründung eines Vereins. Das ist der Anfang, die Geburtsstunde eines jeden Engagements, eines Vereins. Und was immer wieder halt auftritt oder immer wieder behindert, ist eine mangelnde Kooperationsbereitschaft der Gemeinde. Ich glaube, das ist in vielen Gemeinden noch nicht angekommen, dass hier die Grundlagen gelegt werden für späteres Engagement und dass durch die Einbindung von jungen Menschen auch eine stärkere Identifikation mit der Gemeinde, mit der Kommune gewährleistet wird. Holzner warnte davor, das zarte Pflänzchen Engagement nicht durch zu viel Bürokratie bereits in der Gründungszeit zu gefährden. Vielmehr sollten die Jugendlichen behutsam an ein hoffentlich lebenslanges Ehrenamt herangeführt werden. Um Probleme frühzeitig und unbürokratisch zu lösen, wurde auf dem Podium über eine zentrale Anlaufstelle für alle engagierten Bürger diskutiert. Ein Thema auf dem Kerbholz und ein Anliegen der Freien Wähler. Wir Freien Wähler haben uns das auch vorgenommen. Ich hoffe, das ist im Sinne der Experten. Und wir haben es schon gemerkt, als wir bloß ein Steuerbefreiungsformular ausfüllen wollten, das wir getestet haben für Übungsleiter. Also das haben teilweise die Juristen bei uns Probleme gehabt. Der Bedarf sei definitiv gegeben, bestätigte Raphael Kiesling, Leiter der Freiwilligenagentur Gemeinsinn. Es sei wichtig, diese Infostellen ortsnah anzubieten, denn nur dann würden die Angebote auch angenommen. Der regelmäßige Austausch der verschiedenen Ehrenamtler untereinander sei ebenfalls von großer Bedeutung, betonte Doris Rosenkranz, Professorin von der Technischen Hochschule Nürnberg. Weil es ganz viele Bereiche gibt, ob das dann Medienrecht ist, halte ich zum Beispiel für ein ganz großes Problem, auch im Hinblick auf die Nutzung von Social Media. Ja, die ganzen Fragen, wer ist plötzlich zuständig, wenn getwittert wird und all diese Geschichten, die treffen möglicherweise den Verband A genauso wie den Verband B. Und deshalb denke ich, dass es ganz wichtig ist, da verbandsübergreifend auch ins Gespräch zu kommen. Dr. Thomas Röpke, Geschäftsführer des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement, hob die Vielfalt der Bereiche hervor, in denen man sich heutzutage engagieren könne. Diese sei in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gewachsen. Das Ehrenamt unterliegt allerdings auch Veränderungen. Das konnte Alfons Weinzierl, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Bayern, bestätigen. Wenn man zurückblickt, 25, 30 Jahre, wo war früher der Arbeitsplatz? Zu Hause am Standort. Wo ist heute der Arbeitsplatz? Der Arbeitsplatz ist irgendwo in der Welt draußen, wenn auch die Firma noch den Sitz irgendwo am Standort hat. Aber der Arbeitsplatz ist irgendwo in der Welt draußen. Die jungen Leute von heute werden natürlich auch beruflich viel, viel stärker gefordert. Wie gesagt, müssen heute pendeln, aber nicht nur pendeln, sage jetzt mal von Landshut nach München, sondern nach London, ins Ausland, sonst wohin. Und können damit natürlich wesentlich weniger Zeit aufbringen fürs Ehrenamt.
Man müsse um die Jugendlichen werben, auf sie eingehen, um sie für ein ehrenamtliches Engagement zu gewinnen. Dass das aber immer noch ganz gut funktioniert, zeigte eine Aktion der Freien Wähler, bei der die Ehrenamtler im Laufe des Abends die Zeit aufschreiben konnten, in der sie sich freiwillig engagiert haben. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Sie sollten darauf schreiben, wie viele Stunden Sie in diesem Jahr 2014 bereits ehrenamtlich gearbeitet haben. 176 von Ihnen haben einen Ball da hineingeworfen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gezählt. 24.409 Stunden, da hat einer ganz genau das beantwortet, das ist richtig. Jeder der Anwesenden hat damit seit Jahresbeginn jeden Tag durchschnittlich eine Stunde ehrenamtlich gearbeitet. Die Ehrenamtler leisten unkomplizierte Hilfe, ermöglichen vielfältige Freizeitangebote und sorgen für bedürftige Menschen. Oder mit anderen Worten, ohne die unzähligen Stunden freiwilligen Engagements wäre unsere Gesellschaft wesentlich ärmer.